Das Werkstück kann lange gehalten werden. Immer wenn am Vakuumsauger etwas Luft entweicht, wird der Kolben etwas weitergezogen und erzeugt etwas zusätzlichen Unterdruck. Der Zylinder wird mechanisch nicht belastet. Der Kopf der Rastachse 20 schlägt auf der Rückseite des Zahnrads gegen die Bausteine. Die Steuereinheit kann einfach in jedem Roboter und jeder Industrieanlage eingesetzt werden. Zum Saugen lässt man den Motor so lange laufen wie nötig. Zum Loslassen lässt man ihn 2 Sekunden in die andere Richtung laufen. Hier ist das Mittelteil meiner Vakuumsteuerung. Da kommt jetzt ein Zahnrad 30 mit einer Flachnarbe und einer Rastachse 20 hinein, hier. Und hier auf der Rückseite erkennen wir jetzt, wie weit dieses Rad sich drehen kann. Der Kopf der Rastachse 20 schlägt einmal an den oberen Teil und einmal an diesen Teil, an diesen seitlichen Teil. Und dadurch ist die Bewegung eingeschränkt. Dieses Teil wird nun auf so eine Grundplatte geschoben. Hier. Und dann kommt schon unser Zylinder 60 daran. Zylinder 60 ist hier mit einem Gelenkstein gelagert, damit der Zylinder nicht seitlich belastet wird. Jetzt können wir den Antrieb hier fertig machen. Ein kleines Stück müssen wir den ausziehen. Ja, und jetzt kann der Zylinder hier durch den Motor ein- und ausgefahren werden, ohne dass der Zylinder in irgendeiner Form belastet wird. Alle mechanischen Belastungen werden durch die Anschläge kompensiert, aufgefangen. So, auf die andere Seite kommt so ein Abstandsring, ein weiteres Zahnrad 30. Und da muss man jetzt ein bisschen experimentieren, wie stark man die Narbe andreht. Das Ganze muss jetzt hier sicher aus- und einfahren, aber sich auch noch gut drehen, wenn das Ding an den Anschlägen ist. Ja, und dann kommt nur noch so ein XS-Motor mit Schnecke hier ran. Und schon ist die gesamte Steuereinheit fertig.